Nächstes Jahr spielst du auf jeden Fall noch bei Haching, oder? Ja, versprechen kann ich das jetzt nicht. Ja, also ich will auf jeden Fall noch einen Sprung in die zweite Liga schaffen. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Hachinger Borzen hier im Stadion an der Schleißheimer Straße, präsentiert von Müllerbräu. Die Late-Night-Show vom Münchner Sender M94.5 rund um die Spielvereinigung Unterhaching, ganz getreu dem Motto Bier, Bälle, Borzen. Grund für diese Sendung: nach 11 Jahren Abstinenz haben die Fans der Hachinger jetzt endlich wieder die Möglichkeit, ihre eigene Mannschaft spielen zu sehen, also zumindest bei FIFA, zu Hause an der heimischen Konsole. Und diesen virtuellen Aufstieg möchten wir feiern. In jeder Sendung wird ein Spieler der Spielvereinigung Unterhaching zu Gast sein. Heutiger und allererster Studiogast in der Hachinger Borzen, Uli. Aber sonst ist es eigentlich gerade eben ziemlich kalt geworden bei der Spielvereinigung Unterhaching. Nur 2 Grad, 2 mickrige Pünktchen. In 4 Spielen im Jahr 2018, kann man da schon von einer Krise sprechen? Naja gut, eine positive Sache hat es dann doch. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Hauptsponsor gestaltet sich dadurch deutlich einfacher, als wenn die Hachinger jetzt gerade eben on fire wären. Denn der neue Hauptsponsor heißt ja nicht Hotwok, sondern wir reden hier immer noch von Frostkrone. Ansässig in Ostwestfalen. Gut, in Ostwestfalen gibt es sonst, ja, Paderborn gibt es sonst noch. Aber gut, Paderborn hat ungefähr genauso viel Sexappeal wie Peter Altmaier und Horst Seehofer zusammen, da will natürlich auch kein Sponsor hin. Wir schweifen vom Thema ab, bevor der Uli zu uns hier in die Hachinger Borzen kommt, führt der Uli euch erstmal durch die Hachinger Kabine. Servus, Zammer. Ich übernehme das Ding mal und zeige euch halt die Kabine. Ich habe gerade schon meine frische Wäsche in Kabine, in meinen Spind geräumt. Das ist mein schöner Spind, auch mit einem schönen Sheriff-Stern und mit meiner Nummer oben drauf. Daneben Alex Winkler und Jimmy Müller. Hier auf der Seite, da sitzen eher die älteren Spieler, die erfahrenen. Hier haben wir eher die jüngeren Spieler. Und in der Mitte dürfen dann mal die Jugendspieler Platz nehmen und sich umziehen, wenn sie mittrainieren dürfen. Oder Probespieler. Hier steht immer vorm Training frisches Obst. Bereitet die Gabi immer gut für uns vor, unsere Betreuerin. Unsere schöne Musikbox. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen von der Kabine. Uli, wer macht denn bei euch die Musik? ist unterschiedlich. Max Nikur oft. Der Älteste? Älteste, ja. Der Papa. Der Papa. Sagen wir auch oft. Ah, okay. Luca Masaila. Ab und zu. Und da geht's dann, und was für Musik läuft da? Luca Masaila, kann ich mir vorstellen, der geht sehr in die Black-Richtung, ja, so ja, schon, Hip-Hop. So. Da schimpfen dann schon mal die Älteren gerade. Bei Max ist es mehr vielleicht Schlager-Richtung oder Malle-Musik auch mal. Ja, sonst. Seppi Welzmüller macht auch öfters mal was. Kommen wir mal zum Sportlichen. Ganz banal gefragt, wieso seid ihr im Moment in diesem Negativstrudel? Eine gute Frage. Ja, wir hätten's, oder wir haben es uns schon anders erhofft, dass wir da mindestens 2 Siege rausholen aus den ersten 4 Spielen nach dem Winter. Wir haben in der Winterpause an der Defensive gearbeitet. Vielleicht ging da ein bisschen was von der Offensive verloren. Man muss aber auch sagen, eure Gegner waren recht große Happen, sagen wir, Wiesbaden, Köln und Karlsruhe. Ja, vom Namen her oder auch von der Tabellensituation waren die Gegner schon recht gut. Trotzdem haben wir uns mehr erhofft. Jetzt hatten wir 2-mal unentschieden gespielt. Gegen Wiesbaden und Karlsruhe hast du gesagt, da nimmst du wenigstens einen Punkt mit. Jetzt haben wir 2-mal einen Punkt mitgenommen, sind wir auch nicht ganz zufrieden. gegen Chemnitz wollen wir dann einfach den ersten Dreier dieses Jahr einfahren. Beim Spiel gegen den Halleschen FC waren wir am Sportpark und da haben wir ein paar Grüße von Fans, ein bisschen Fanpost haben wir uns geholt. Okay, aber ich bin gespannt. Schauen wir uns mal ran. Er soll hier bleiben bei Haching und so weiter spielen wie bisher. Ganz toll, super. Der soll bleiben? Ja, auf alle Fälle. So einen alten Mann brauchen wir. Dass er endlich einmal vielleicht das Tor wieder mal trifft, das war mal ganz gut und vor allem ohne gelbe Karten auskommt. Ja. Und ohne Verletzung. Er soll weiter so machen und soll immer gute Leistung bringen, dann stimmt's. Was fehlt ihm vielleicht noch fußballerisch?
Schwer zu sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr Ehrgeiz. Er soll besser zielen oder soll nicht so draufhauen und ein bisschen den Ball also lieber mit der Seite sicher spielen, als mit der Spitze draufhauen. Ach, Grüße, Uli. Kennst du es noch vom Sommerfest? Ja, der wichtigste Frage, was war da beim Sommerfest? Ja, er hat eine Kapuze auf, deswegen habe ich ihn nicht ganz so gut erkannt, aber ich glaube, wir haben länger geredet beim Grillen beim Sommerfest. Ja. Du hast vor 3 Jahren, als du gerade eben frisch bei der Spielvereinigung Unterhaching warst, warst du bei M94.5 im Bewegungsmelder in der Sportsendung. Und da hast du gesagt, ja, jetzt nach 3 Jahren Burghausen wird es Zeit mal für ein bisschen Abwechslung. Ja. Jetzt sind 3 Jahre Haching nach dieser Saison auch wieder vorbei, sag ich mal. Wäre es jetzt vielleicht Zeit für die zweite Liga? Ja, also am liebsten natürlich mit Haching zweite Liga. In der Saison wird es sehr schwer, sag ich jetzt mal. Damals, ich weiß noch, da habe ich gesagt, ich brauche nach 3 Jahren eine Veränderung, ich will wieder was Neues sehen. Habe ich auch zum Trainer schon gesagt, dass es dieses Jahr oder dieses Mal anders ist, dass ich mir auch vorstellen könnte, nochmal ein Jahr mit Haching in der dritten Liga dran zu hängen. Was sind denn deine persönlichen Ziele da? Ja, also ich will auf jeden Fall noch einen Sprung in die zweite Liga schaffen. Du hast in der Jugend bei 60 gespielt, du hast gegen Größen wie Jonas Hoffmann bei Gladbach mal gespielt oder Emre Can. Wie zufrieden bist du denn dann so, ja, wenn du weißt, auch in der Jugend habe ich mit denen gespielt, bist du da so zufrieden oder bereust du irgendwas? Nee, ich bereue eigentlich gar nichts. Es waren alles wichtige Erfahrungen, glaube ich, wo ich gemacht habe bisher. Bei 60 Amateure zum Beispiel, mein erstes Herrenjahr, das lief gar nicht gut. Da habe ich nur 7 Einsätze gehabt, mit einer Leisten-OP noch. Und es war einfach ein Jahr zum Wegschmeißen, kann man eigentlich so sagen. Aber ich glaube auch, in dem Jahr habe ich viel gelernt oder viel mitnehmen können. Und deswegen bereue ich eigentlich gar nichts. Es ist so, wie es ist und es passt auch. Aber du kannst die Haching-Fans beruhigen. Nächstes Jahr spielst du auf jeden Fall noch bei Haching, oder? Ja, versprechen kann ich das jetzt nicht, weil wenn ich sage, ich bleib da und ich gehe dann ist scheiße und andersrum wäre es genauso schlecht. Aber du bist zufrieden. Ich bin sehr zufrieden in Haching, mir gefällt es überragend. Ja, ich denke, die nächsten 1-2 Monate wird es dann schon mal eine Entscheidung geben. Wir haben gerade mal angesprochen, in der zweiten Liga. Wir haben uns da mal ein paar Konstellationen einfallen lassen, wie du in anderen Trikots denn ausschauen würdest. Okay. Schauen wir mal kurz drauf. Da haben wir ein paar Vorschläge. Das ist, glaube ich, dann ja, ein Verein, bei dem du schon mal gesagt hast, dass du auch schon mal in der Kurve standest. Genau, ja. Da war ich in der... Eigentlich darf ich es gar nicht laut sagen, weil mein Bruder bei 60 im Kader war damals. Aber ich war tatsächlich im Auswärtsblock. Bei St. Pauli? Ja. Bei St. Pauli im Auswärtsblock. Also kannst du dir vorstellen, am Millern-Tor zu spielen irgendwann? Mit Hellspace einlaufen, ist glaube ich nie verkehrt. Schauen wir weiter, da haben wir noch ein paar. Die Löwen, das habe ich mir gedacht, dass das kommt. Ja, also ich habe insgesamt schon eine gute Zeit gehabt bei den Löwen, auch wenn das letzte Jahr dann nicht so optimal verlaufen ist. Aber jetzt wäre es ja erstmal keine Option, vierte Liga hier. Nee, jetzt ist es eigentlich gar keine Option für mich. Also, da haben wir noch 2, haben wir, glaube ich. Mit deinem Bruder zusammen. Ja, mit meinem Bruder zusammen. Ich glaube, wenn wir die Möglichkeit mal haben, irgendwo zusammen zu spielen, dann darf man auf jeden Fall nie direkt absagen. Da müssen wir es uns beide gut überlegen. Du hast 5 Brüder und 2 Schwestern, also insgesamt 7, ihr seid 8 Geschwister, alle zusammen. Recht viele für, sag ich mal, in diesen Zeiten jetzt gerade eben. Ja, also ich lerne nicht viele Leute kennen, die mehr Geschwister haben, sagen wir es mal so. Wie ging es dazu, als wir alle... Wo wir klein waren, da ging es schon brutal zu. Wir haben auch immer Fußball gespielt mit Vater, Onkel, also alle spielen auf jeden Fall Fußball. Der Älteste hat mittlerweile aufgehört. Und du bist auf Platz? Ich bin der Vierte. Viertälteste. Ja. Okay. Es kommen zuerst 5 Jungs. Ich glaube, mein Dad gesagt hat, als er gesagt hat, dass wir eine Schwester bekommen haben, haben erstmal alle so gesagt, oh, scheiße. So. Und die erste Frage war dann, kann man mit der auch Fußball spielen? Und dann hat mein Dad gesagt, ja klar. Und dann war das schon wieder ein bisschen lockerer. Spielt sie jetzt auch Thema. Fußball? Oder? Sie spielt auch beim Heimatverein, ja. Ah, okay. Alles klar. Und dann, wie gesagt, einen letzten haben wir noch.
Oh, Liverpool, ja. Das würde ich, glaube ich, blind unterschreiben, muss ich an der Stelle sagen. Sorry, willst du gar dafür zahlen. Vielen Dank dir, Uli. Ja, gerne. Ich würde sagen, jetzt geht's ans Eingemachte. Den Spieltag vor mit dem Uli zusammen. Es geht um dieses Paar Fußballschuhe. Genau, ja. Uli, zeig sie mal. Genau, die hast du mitgebracht. Mit denen hast du ein besonderes Spiel gespielt. Ja, die erste Halbzeit vom Relegationshinspiel gegen Elversberg habe ich mit denen gespielt. In der Halbzeit habe ich gewechselt, weil ich gedacht habe, ich brauche Stollen. Hat sich im Nachhinein rentiert. Alles klar. Die unterschreibst du nachher auch noch? Die unterschreibe ich dann, ja. Und wenn der Uli heute verliert, könnt ihr diese Schuhe gewinnen auf unserer Facebook-Seite. Also, hier Chemnitzer FC spiele ich und du spielst die Spielvereinigung Unterhaching. Du liebst Apfelstrudel. Das ist vor allem selber zu machen, oder? Gibt es eigentlich bei Unterhaching einen strengen Ernährungsplan oder? Das spricht Piller durch. Jawohl! Das gibt's Piller, nicht. Du hast ihn noch hinterfragt, ja? Ja. Mann, Scheiße, ey. Mist. Ja, der hat, glaube ich, letzte Woche erst einen Apfelstrudel bekommen von mir. Okay. Nee. Speziellen Ernährungsplan gibt es jetzt eigentlich nicht, aber klar, man sollte schon ein bisschen drauf schauen. Ja. Aber gegen Apfelstrudel spricht auf jeden Fall nichts. Glaubst du das? Ja? Zumindest nicht, wenn ich ihn gebacken habe. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt die Chance. Oh, das jawohl, toll. Stefan Heiner. Der trifft immer. Ja. Normal. Mann, ey. So, was hältst du davon, wenn ich jetzt ein Tor schieße, mal schauen, ob das überhaupt noch passiert in diesem Spiel, was? Dann darf ich einen Spieler aus dem Team anrufen. Anrufen? Ja. Und sagen... Oh, was ein Tor! Und dann kommt der... Ich glaube, das Gegentor, das geht auf den Weltschmerz. Das geht auf den ja, das war Daniel Frank, das Koffer ungeheuer. Unglaublich. Ich hab's auch gesagt vorher. Ja, das immer, ja. Genau, dann dürfte ich jetzt kurz in dein Handy schauen. Und dann, oder lass wirklich wen anrufen. Ja, wen rufen wir denn an? Ja, klassisch ein Welsmüller, oder? Ein Welsmüller, unser nächster Gast nächste Woche. Ja. Ich habe ihn auch lustig eingespeichert. Ja, ich habe schon gesehen, Sensensepp. Ja. Du bist ja der Sheriff. Ja. Und er ist der Sensensepp. Dann rufen wir ihn mal kurz an. Er hat mir den Spitznamen verpasst und dann habe ich ihm einen verpasst. Er hat dir Sheriff verpasst, oder wie? Ja, mehr oder weniger. Sorry. Hey, Sensensepp, grüß dich. Servus. Alles klar? Ja, ich war noch im Barker. Wie bitte? Ich war noch beim Barker mit Maxi, weil Maxi da war und Orestes und Bomber waren dabei. Ich fahre gerade heim. Bist du in der Schleißheimer? Ja, genau. Ich bin in der Schleißheimer. Ich habe gerade gegen den Luis ein Tor kassiert beim FIFA-Spielen. Ich check schon, gell, aber... Ja, genau. Ich habe gerade ein Tor gemacht gegen den Uli und ich wollte dich damit hier nur vorwarnen, dass du dich auf jeden Fall warm anziehen kannst nächste Woche. Ach so, ja, das ist ja kein Thema. Hey, Josef. Der Uli weiß jetzt mal, wie man Kontrolle kann. Also, Josef, ich führe noch 2-1, aber dein Stellungsspiel war schon wieder grausam. Ich war 1-1 für dich. Klar. Also mal dazu muss man sagen, Piller und Heine. Aber das Gegentor ging ganz klar auf deine Kappe. Gut, wie im echten Leben halt. Alles klar. Ciao. Ciao, servus. Also wenn du willst, kannst du auch mal ein Eigentor machen. Aber bist du so ein Ehrgeizling, der dann auch in Spielen eigentlich nicht verlieren kann? Oder bist du eher so der lockere Typ? Nee, also wenn ich spiele, dann will ich schon gewinnen. Okay, also das Eigentor ist fast egal, bei welchem Spiel, ja. Okay. Apropos Spiele, du hast... wie ich vorhin schon angesprochen habe. Oh, da schauen wir jetzt drauf. Ja! 2-2. Jetzt muss ich wechseln. Wieder war es der Fran, oder? Und jetzt hier, zack, noch die Rolle wieder zurück. Ja, der Ausgleich. Ganz spät. Ich glaube. Und das Spiel ist aus. 2-2. Piller war Uli, vielen Dank dir. War ein schönes Spiel. Und hier die Schuhe. Ja. Haben wir was zu schreiben hier? Perfekt. Dann unterschreibst du noch schnell. Muss ich fast beide unterschreiben, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Perfekt. Also, diese Schuhe
könnt ihr, liebe Hachinger Borzen-Fans, gewinnen auf unserer Facebook-Seite. Das war die erste Sendung Hachinger Borzen. Nächste Woche zu Gast Josef Welzmüller. Jede Woche Freitag gibt es eine neue Folge Hachinger Borzen auf unserer Facebook-Seite oder auf unserem YouTube-Kanal. Und viel Erfolg gegen Chemnitz am Wochenende. Danke, danke. Genau, ich freue mich. Ciao. Ciao. Wenn euch die erste Folge Hachinger Borzen gut gefallen hat, abonniert unseren Kanal oder lasst uns ein Like da. Und wenn ihr gar nicht mehr genug von Hachinger Borzen bekommen könnt, könnt ihr hier noch einen Bonusclip anschauen. Und viel Spaß dabei. Alter, er wirft dich einfach ab, du Sack.